Servus, herzlich willkommen zu meinem Video. Das ist gerade am Steier. Vorne fährt die Holland mit dem Carrego. Vorne direkt der Hexler, gerade vor der anderen T7. Ja, erster Schnitt für die Biogasanlage. Heute mache ich mal Beifahrer. Und jetzt gerade hier einen Wagen schon geladen. Fühlt mich gerade an. Das ist halt durch ein Bild. Naja, ist ja auch ganz schön. Ja, starten wir jetzt mal. Heute Abend fangen wir an, morgen geht's weiter. Und so, das ist mal der Plan. Von Häcksler fahren, war voll Häcksel, Silo abkippen, wieder zum Häcksler. Wie man das halt so macht. Thank you.
Dienstag, 28. Mai. Ja, hier haben wir gestern Abend aufgehört. So viel ist drin. Jetzt geht's gleich weiter. Hier stehen die drei Abfahrer und der Häcksler. Ja, gucken wir mal, ob wir heute noch mal eine nasse Stelle finden. So, hier und da ist dann noch ein bisschen kernig, aber hilft ja nichts. Muss weg. Also hier T7 mit dem Carrego, Jaguar 900, der Steirerman mit dem Brandner und hier oben der zweite T7 mit dem Querneland. So, trinken noch einen Kaffee und dann geht das los. Achso, ich fahre heute Steier. Gestern ist der Lennart gefahren, ich Beifahrer gemacht. Heute fahre ich. So, sind wir erste Wiese angekommen. Hier liegen mächtige Schwaden. Spritzen. Ja, ist schon grün hier. Sind auch Stellen dabei, die sind nicht so grün. Aber heute Abend geht es noch. Morgen sind 10 Liter gemeldet und dann hier bis Samstag. Heute ist Dienstag. Bis Samstag jeden Tag Regenwetter. Und besser wäre es halt, wenn der Boden nass wäre. Aber ist halt nun mal nett. Wenn ich jetzt warte, bis es regnet, dann regnet es so lang und so viel, bis ich dann wieder fahren kann, ist wahrscheinlich der Mais zu groß. Also machen wir das jetzt. Ja, das Herbizid wirkt ja über den Boden und ist halt nun mal so. Vor Jahren, wie so trocken war, da habe ich auch abends gespritzt. Da waren es 26 Grad oder so. Hat auch gewirkt. Da war gar nichts irgendwie feucht am Boden. Und ist halt nun mal jetzt so. Machen wir das jetzt heute Abend noch weg. Und dann kann das von mir aus so lange regnen, wie es will. Wobei, eigentlich bräuchte ich keinen mehr. Es war so nass beim Häckseln und mit dem Heumacher wird es ja auch nicht besser. Das steht ja auch jetzt bald an. Naja, wir werden es weiß. Also, jetzt machen wir weiter. So, weiter geht's. Jetzt hier das sandige Fläche, wo ich da beim Durchfahren schon mal gesagt hatte, der ist halt jetzt auch immer noch feucht. Also der ist noch dunkel oben drauf. Hier haben wir noch Bodenfeuchte. Hier müsste mal alles optimal funktionieren.
So, einmal umdrehen. Die haben halt überall alle Fahrgasse. Muss man halt jedes Mal vom Rumdrehen immer erstmal Reihe zählen, aber klappt schon. Deshalb ist das besser, wenn man das im Hell macht, weil im Dunkeln Reihe zählen, das glaube ich, funktioniert nicht. So, ich glaube, hier wird es Zeit. Zum Grad genauso groß wie der Mais. So, Dienstagabend, Mais ist gespritzt. Jetzt haben wir, wie viel haben wir jetzt? 9. Ja, 9 Uhr, soweit alles fertig. Für Mäue haben sie, weiß nicht, 10 oder 13 Liter gemeldet und auf jeden Fall hier Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag als Regen. Bin froh, dass das jetzt erledigt ist. Jetzt sind so viel gefilmt, weil es ist irgendwie immer das Gleiche. Vom Häckseln gibt es auch nicht ganz so viele Aufnahmen, weil ja, der Lennart ist gefahren, dann kann der keine Drohne fliegen. Es war nass, es war ein bisschen Wühlerei und ja, ist aber im Endeffekt auch egal. Ist ja bekannt, wie das läuft und funktioniert. Ja, am New Holland haben wir ein bisschen Malheur. Da ist direkt hinter dem Turbo, wo es quasi in den Schalldämpfer geht, da ist ja, der Schalldämpfer abgerissen. Also ist nicht ganz ab, aber ist ein Loch drin. Das ja, schweißt der Henning dann. Und da ist an der Kreisel auch noch was zu schweißen, den nehme ich dann gleich mit. Aber das seht ihr im nächsten Video. Also, bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, Horido.